So, willkommen wieder, ihr lieben, wunderhübschen Menschen, zurück bei uns auf dem Kanal. Ich weiß, du wolltest gerade googeln, how to repair my Wasserschlauch zu Hause oder wie man den Wasserhahn installiert, aber du bist bei uns gelandet. Tja, Pech. Wir spielen heute für euch Suit 776. Und damit ich nicht alleine durch diese gruseligen Gänge streifen muss, ist bei mir der glorreiche, der sensationelle, der einzigartige Benny. Hallöchen. Fantastisch. So, Benny hat mich quasi genötigt, hat gesagt, das Spiel musst du spielen. Ich sag Yippie, ich sag yeah, ich sag, wir fangen einfach an. Du feierst dann, du Arsch, wa? Ja. Marcy was found in her home, dead. She hung herself. Okay. Sind wir Marcy? She's nee. Left her only family alone. Her 7-year-old son. Oh, nee. Marcy was a famous architect. A very well-known architect. Unfortunately, she became too well-known for the wrong reasons. Okay. Was waren denn die Gründe? It is my intention to prove that Suite 776 exists. To that, I will photograph Marcy in motion. I will photograph... All that is left to do is ring her bell. That's all it takes, just ring the bell. Okay, gut zusammengefasst. Wir wollen beweisen, dass es die Suite 776 existiert. Yep. Und da vorher hat anscheinend Marcy drin gewohnt, die eine sehr bekannte und sehr erfolgreiche Architektin anscheinend war, die aber dafür bekannt wurde für Sachen, die nicht gut sind. Und sie hat einen 7-jährigen Jungen oder Sohn. Und sie hat sich leider selbst erhangen in der Suite 776. Okay. Und das Einzige, was wir tun können, ist ring the bell. Also immer schön die... Ja, die Glocke klingeln. Die Glocken läuten. Stanislavski. Stanislavski. Ach, ist doch schön, dass wir gleich einen Namen und einen Ansprechpartner haben, wenn wir uns beschweren wollen. Ist doch gut. Stanislav. So, und. Ja, guck mal, da haben wir doch schon den Beweis. Was ich schon mal. Also, sieht schon sehr edel aus hier alles, ne? Sehr, ein bisschen, aber auch ein bisschen steril natürlich. Aber sieht erstmal sehr geil aus. Ich gehe mal rein. Hier habe ich gerade tatsächlich ein kleines Déjà-vu. Und zwar tatsächlich habe ich mal den Bruchteil eines Let's Plays gesehen. Und zwar genau bis hierhin von dem guten Erik von Gronk. Und zwar hat der sich schon köstlich amüsiert, dass wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren sind. Ja? Wir hier aber trotzdem erstmal noch schön direkt auf den Rasen gucken können. Ja, der eben ehrlich vor der Tür ist. Mehr habe ich da nicht gesehen, da habe ich schon Tränen gelacht und habe dann zu, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace rübergeschaltet. So, also für mich ist das jetzt ja auch alles neu. E to read note. Was? Okay, wir müssen die Suite überleben. Sie ist real. Die Suite ist größer als als die Proportionen eigentlich zulassen würden. Okay. Upper, lower level, okay, es gibt über mehrere Etagen. Absolut no sense, es macht überhaupt gar keinen Sinn. How did I get out? Wie komme ich hier raus? So, das kann man 10. Oh, ist da eine 10? Oh nee, kann ich ey, bitte mit irgendwas interacten hier irgendwie? Draw is locked. E to interact. Okay. Ich habe auch keinen Cursor oder irgend sowas in der Mitte. Wumms. Wumms. Tatsächlich weiß ich nicht, ob wir sterben können. Können wir sterben, Benny? Gute Frage. Ich sag jetzt mal, wie in jedem Spiel, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass du sterben kannst, wie fast in jedem Horror-Game. Okay. Ist ja ganz schön... Schon was? Kanten flimmern hier, wa? Ja, vor allen Dingen auch, überleg mal, wie du jetzt gelaufen bist. Wie ist denn die Wohnung bitte aufgebaut? Was war das denn? Ich wollte mal kurz gucken wegen Grafikeinstellung. Ah, okay. Oh, ring the bell. Ja, stand ja schon im Zettel, ne? Also die Proportionen sind wie sagt man denn? Surreal.
Ne? Ja. Okay. Ding, ding, ding. Kannst du nochmal klingeln? Kannst du mehrmals klingeln? Ding, ding. Nee, tatsächlich nicht. Okay, also nur einmal. Gut. Hat die 10 eventuell was damit zu bedeuten, dass du insgesamt 10-mal klingeln musst, bevor du die Ding öffnen kannst? Also hier oh, what? Echt jetzt? Meinst du? Weiß ich nicht. Also es wäre jetzt so eine Idee gewesen, weil da steht eben halt als einziges eine Zahl dran. Also, ja, dass du hier den Drawer öffnen kannst. Schränkchen. Okay. Also konnte jetzt aber nicht nochmal klingeln. Na dann... Maybe I should try ringing the bell one more time. Oh nein, muss ich jetzt immer rauslaufen? Okay, jetzt setzt jetzt aber schon so ein dumpfes Dröhnen ein. So ein Sound, der vorher nicht da war. Stimmt, stimmt. Ich muss mal meins wieder ein bisschen... Ja, ich muss meins ein bisschen lauter machen, dann höre ich das auch. Wow, wow. Ich mach's wieder leiser, das ist sehr eindringlich. Wrong a second time. Aber jetzt ist das Dröhnen wieder weg. Jetzt ist es wieder weg, ne? Also mit dem Klingeln der Glocke war es verschwunden. Also ja. bis auf die glibbernden Kanten, wenn wir um die Ecke laufen, sieht das Spiel schön aus, muss ich sagen. Also es sieht... Okay. Das geht gar nicht gut. Okay, und wir kriegen auch gleich akute Schnappatmung, weil wir haben unser Asthmaspray vergessen. Ey, guck mal kurz nach oben. Aber ist mir das gerade eben aufgefallen? Da ist der Second Floor, oder? Hier ist der Second Floor, ja. Okay, das ist wie so eine Art, wie nennt sich das hier? Eine Galerie, ne? Ja, genau. What? Who rings that bell? Oh, ein anderer Ton. What? Lampe ist aus. Ach toll, Alter. Das Schlimme ist halt dadurch... Was war... Was? Oh, Kinder lachen. Alter, was ist mit ihr los? Schlimme ist, dadurch, dass halt einfach du immer wieder den gleichen Weg abläufst, irgendwie, ist letztendlich genau das gleiche Prinzip wie bei PT, dass irgendwas Schreckliches passiert. Wow! Wow! Okay. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. The whole thing is just so confusing. Ja, da kannst du aber von euch sehen. Someone hold doors connect. The small space appear large. And the windows displays. Ich lese einfach zu langsam. Okay, vielleicht war sie ein Genie und keiner hat's... Keiner hat's gerafft. Keiner hat's verstanden. Was ist denn jetzt? Aber wir haben das Game durchgespielt. So sieht's aus. Oder das war das Intro? Sind wir jetzt einfach gestorben? Kann das sein? Haben wir jetzt was falsch gemacht? Nee, ich glaube... Scheiße. Ich glaube, das war das Tutorial. So, was unsere Aufgaben sind. Ring the bell and lauf wieder zurück. Und wir sind jetzt wahrscheinlich in der Wohnung eingesperrt? Okay. Hier ist jetzt... Press and hold. Left click. Ach du Scheiße. Nein! Outlast. Du kannst auch noch Fotos machen, stimmt. Die Aufgabe ist ja, wir müssen ja ein Foto von... Wie hieß sie? Die sich in ihrer eigenen Suite erhangen hat. Die Architektin. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine Foto. Nicht von der 10. So, warte mal. Hier oben ist doch die Lampe gerade vorhin runtergekommen. Hier, die... Genau. Sollen wir jetzt die Lampe fotografieren? Nee. Aber... Ich habe jetzt ein bisschen Schiss vor der Lampe. Wie gesagt, ich gehe von aus, unsere Haupt-To-Do ist... Alles checken und jedes Mal ring the bell. Und ich sehe nichts. Oh, da ist ein Key.
There's the key. Und wir können die Bell nicht mehr ringen. Ich weiß auch nicht, ob wir das mit dem Ringen, wenn wir hier Ring the Bell machen, ob wir den Geist oder was oder wen auch immer irgendwie damit böse machen? Was, wozu ist denn dieser blaue Haken da? Ich weiß es nicht. Er sieht aber sehr unheimlich aus, weil er so leuchtet. Ja, also auch so bedeutungsschwanger. Sollen wir da was anhängen? Was? Jawoll, du fragst Sachen. Ah, hier ist hier Architect of the Year. Schön. Ah, ein Foto von. Schöne Auszeichnung. Aufzeichnung. Oder was? Ring the bell again. Ich weiß nicht, ob das immer so eine gute Idee ist, wirklich die Klingel zu läuten. Na, aber was soll man da noch tun? Ja, ich weiß. Does not appear to be in the proper state of mind. Several tests were conducting, testing her reactions to stressful environmental conditions. Reactions Marcy display include twitching, mumbling, redness, excessive laughter. Yeah, Marcy decided to end the session earlier, unfortunately. I advise you consult Marcy to return for further assessment. Assessment. Medication may be required. Currently, the way I see it, Marcy may endanger herself or other. Would you mind forwarding over her contact of Marcy's family, perhaps her son? Thank you, Dr. Stanty. Ja, Benny, du bist mal kurz. Ja, also anscheinend wurde irgendwie war sie beim Arzt gewesen und da wurden verschiedene Symptome festgestellt, wie komisches Lachen, was waren die anderen Sachen, Twitching, also sprich, ich weiß nicht, was Twitching ist. Ist Twitching einfach hin und her schalten, also wie Zapping, sprich, dass ja, du hin und her hüpfst? Ja, weil die ständig auf Twitch war, ne? Weil sie auf Twitch war, genau. Weil sie ständig auf Twitch gestreamt hat. Und sie hat aber dann die Untersuchung abgebrochen? Obwohl der Arzt es eventuell gesagt hat, nee, und man sollte ihr eventuell bei der nächsten Untersuchung überlegen, ihr Medikamente zu geben und dass man ihre Family informieren sollte, especially her son, also sprich eventuell auch ihren Sohn. Vor allen Dingen, weil sie sich selbst und andere verletzen könnte. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ring the Bell, ich meine, wir können nichts anderes machen, ja, ich gebe dir recht. Aber ich glaube, das macht sie ein... Da bin ich total... Was? War das? Oh, hätten wir die jetzt fotografieren müssen? Das wäre, ich glaube, denn hättest du die Aufgabe gelöst. Aber links stand noch was an der Wand irgendwie. Ring, ring. Na dann. Ring, ring. Ja, ring, ring. Ey, sag mal, ey. Nee, was? Geht mir jetzt gerade nur so der Kackstift und du gehst einfach eiskalt dahin und sagst dir, ja geil, komm, wir ring the bell. Darauf sag nur eins. I do it for the sixth time. Ja, wow. Oh. Ich scheiß mir hier ein. Ich bin schon komplett entleert. Um es mal einfach so auszudrücken. Walter? That was the kitchen. Ja, die Küche. Komm, machen wir uns einen kleinen Snack. Mäuschen. Da ist irgendein Follow-Graph. Follow. 1, 2, 3. Ready for creepy me. Ja, denke auch, ja. Ey, das wäre jetzt krass, wäre das Mikrofon... Seit wann... Was? Nur also, dicke... Also, nur Partner von dicken Menschen. Also... bringen so etwas an einen Kühlschrank. Ja, du hast hier eine Küche, dann würde ich doch denken, dass hier ein Esstisch sein sollte und nicht... Normalerweise ja, und wenn das das Wohnzimmer... Oh, wir haben eine Haarnadel gefunden. Eine Haarnadel. Place... Was? Du kannst... Fotograf hast du auch wieder, kannst du hier rauf placen? Okay, cool. Pitzel, Landschaftsbild. A corky bullet paw. Tja. Da war noch... Da war doch noch ein Zettel. Na, zum Glück kannst du das nicht. Interview. Also,
wenn ich es jetzt richtig verstehe, der Interviewer hat quasi eine Frage gestellt und der Coworker hat darauf geantwortet, so nach dem Motto, jo, jedes Mal, wenn sie was liest, was ihr nicht gefällt, was über sie oder über ihre Arbeit geschrieben wird, ring the bell. Also dann klingelt sie hier die Glocke. Genau. Und das letzte Mal, wo sie es gemacht hat, war bei ihrer eigenen Wohnung. Also war sie unzufrieden mit der Gestaltung ihrer eigenen Wohnung oder mit dem Architektur-Dingens-Moments? Und hat mit den Arbeitern gesagt, wahrscheinlich. Ich ring the bell. Ja, und die Glocke hat dauerhaft durchgeringt. Nope. Was? Ist free? Insert the buff. Okay, also drei Einlässen oben drauf. Wir müssen okay. Was raufpacken. Ja, das ist jetzt nur die Frage, was? Okay. The door is locked. Vielleicht kannst du ja den Price nehmen. Kannst du den Price raufpacken? Meinst du? Ich glaube nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. Na, wie leider nicht. Oh, schau mal, guck. Schraubenzieher. Ja, mein. Was? Dead? Ring it again. Remember me of my failures. Achso, ja. Hm, ja. Und Leute, sieh nochmal. Erinnere mich an meine Fehler. Oder was? Failures? An ja, meine Fehlschritte, Fehlgriffe. Ring. Genau. Okay. Okay. Das ist doch jetzt sarkastisch gemeint und du ringst die Bell, ey, das ist unglaublich. Mr. Anderson? Mr. Anderson? Ja, aber was soll man denn machen? Also, ja, ich hätte jetzt mit dem Schraubenzieher erstmal was anderes probiert, aber ist okay, du kannst auch einfach aggressiv ihr gegenüber aufgestellt sein und sagen, ich ring the bell. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich, ja, meinst du, man muss, ich hab da glaube ich nicht so viel Wahl, oder? Ich weiß es nicht, also... Ich hätte wahrscheinlich, also am Ende hätten wir wahrscheinlich eh drauf klingeln müssen, aber ich hätte einfach mir Zeit gelassen und hätte, warum sind da jetzt so viele Puppen, Mann, ey. Und ich hätte einfach mit dem Schraubenzieher rumexperimentiert, irgendwie 3 Stunden lang und hätte gesagt, oh, geht nicht, tut mir leid, tschüss. Hörst du das? Bitte, was ist mit dir? Wo willst du hin? Komm jetzt zurück. Du hast sie einmal fotografiert, geil, du. Ja, stimmt. Wir haben ein Foto von ihr. Ja, weil du hast ein Foto getroffen. Das ist schlimm. Alter, ich höre jetzt wirklich auch gleich hier auf. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, ja, liebe Zuschauer, das Schlimme ist, ich kack mir gerade ins Hemd, aber so richtig böse. Und ich war derjenige, der noch die Idee hatte, so von wegen, ey Steve, ey guys, huge, 776, voll nices Game, können wir auf jeden Fall für unseren Channel nutzen. Und ich kack mir hier ins Hemd. Und er lacht sich da drüben einer ab, weißt du, er ist der Spielende und ich keine Ahnung, was hast du genommen, was ist los mit dir? Es ist ja nicht so lange her, dass ich Visage gespielt habe. Oh, ich hätte jetzt Handyglocke hier runter. Ja, ist klar, ich hätte jetzt gern die Glocke geklingelt, weil es macht ja so viel Spaß, auf der Glocke mal rumzurummeln. Alter. Komm upstairs. Ja. Komm upstairs, girl. Der Schlimme ist, doch upstairs. Der Steve ist ja sonst nicht so, also so eiskalt, ja, der sagt sich dann auch, nö, einfach nö, ich geh nicht nach oben, was macht er jetzt? Oh, komm upstairs, okay, ich bin dabei. Do not enter. Ja, gut, dann probieren wir mal reinzugehen. Was stimmt mit dem Jungen nicht? Oh, ich bin einfach innerlich tot. So, okay. Okay, komm, weiter geht's. Was ist denn das hier immer mit diesem blauen Licht? Ja, das... Rambo würde sagen, es leuchtet blau. Aha. Oh. There's something in the drain. I need to try to find a way to reach it. Okay, wir brauchen irgendwas, um das rauszupopeln. Na siehst du, jetzt haben wir dein Schraubenzieher benutzt. Awesome. Ah, 2565. Na, das ist immer unten an dem Schraubenzieher, sag ich schon. Kühlschrank ausprobieren. Genau, ich schreibe mir das vorsichtig auf. 25. Ja, okay. 2. Ich schreibe mir weiter auf. Ich gucke einfach gar nicht hin. 2565.
5. Wie komme ich raus? Komm ich nicht raus? Weiß ich nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Kannst du die Kamera bewegen? Kannst du irgendwie links, rechts, oben, unten? Nee, komm hier raus. Okay. Okay, sie läuft los. Vielleicht sollte ich das sehen. Oh nein. Was denn? Jetzt ring doch mal die Bell. Jetzt geh doch mal zu Klingel. Nein. Ja. Enter, Escape, Leertaste, keine Ahnung. Maus, links, rechts, also. 9, funktioniert nicht. Oh, okay. Nein, sie steht denn auf unserer Tür? Sie steht denn auf unserer Tür? Oh Gott, nein! Wir müssen uns jetzt wirklich mit ansehen, glaube ich. Wir müssen so lange warten, wir müssen ausharren. Und jetzt geht sie bestimmt gleich rein. Oh Gott, Exit Company. Die geht da nicht rein, die ist da. Was ist denn jetzt mit dem Sound los? Oh, was passiert gleich? Was hat hier gekritzelt? Irgendwas wurde in dein Journey eingetragen? Keine Ahnung. In mein Journey? Oh, warte mal, hier ist noch ein Foto. Nehmen wir. Ja, erstmal mit dem Rücken zur Tür. Da ist ein Foto, das nehmen wir. Ja, die stand ja jetzt nicht gerade vor der Tür. Nein, überhaupt nicht. Easy. Designer of der Dekade, ne? Designer der Dekade. Der des Jahrzehnts. Genau, meine ich. Danke, danke. Kommen wir an das Ding ran? Dinglinghook. Danglinghook. Aber das brauchen wir, da hast du gar nicht so siehst du hier, das brauchen wir hier für den Abfluss. Was? Ah! Ja, weiß er hier. Ja, weiß ich nicht. Wir gehen mal erstmal gucken, ob die Truse hier draußen ist. Ja. Wir haben die Zahl aufgeschrieben. Ich habe die 25665 habe ich aufgeschrieben. Ist das sogar wirklich nicht da? Oh, guck mal hier. Achso, kannst du die also mitnehmen? Alles, was blau leuchtet, können wir mitnehmen. Wumps. Ja, das ist natürlich cool. Dann kannst du natürlich unten den Englinghook quasi hier holen. Jetzt holen wir. Kommen wir mal hier in die dunkle Ecke und kicken nochmal, was hier ist. Achso, hier sind wir hergekommen. Nee, das war ein anderes Ding. Das ist ein anderer Aufgang. Na, was gibt's noch hier zu essen? Oh, warte mal. Da ist doch ein Foto dran. Ein Foto von Frodo. Und wir können den Kühlschrank öffnen. Dead. Genau. Mit der 2565. 2565. Und was gibt es Schönes? Es gibt ein lecker. Wunderbar. Schön, ein Bolzenschneider. Darauf habe ich schon immer Appetit gehabt. Das will ich gerade sagen. Darauf habe ich schon lange gewartet. Mm. Heute ist ja Cheat Day. So, das heißt jetzt, wir brauchen eine Ladder. Aber die haben, ja, das heißt. Na, Inventar. Du kannst doch ins Min. Also du. Ah, oh. Genau. Ach, ich hab den auch noch. Das ist ja fancy. So, aber wie benutze ich den? Gut. Ah, hier. Ah, guck mal da, ne? Yes, ja. Hast du? Yes! I got it! Aber du hast jetzt nur den Haken. Wir bräuchten ja noch irgendwas zum Verlängern. Nicht also. Nicht. Genau. Ich glaube nicht, dass es so ausreicht. Ich geh mal hoch. Ich krieg mal so, du meinst, kann ich ja trotzdem da schon was rausfischen? Okay. Klar, kann er möglich sein. Ist ja Blödsinn. Stopp, Blödsinn. Stopp, totaler Blödsinn, was ich hier mache, gell? I have to, but I need a string. Okay. Also wir brauchen wirklich eine Schnur, da hast du vollkommen recht, ja, Benny. Du alter Fuchs, du. Da kann man nur nichts vormachen. Ja, also ich hätte ja gehofft, dass wir irgendwie das mit der Schnur abnehmen, weil das Ding war ja an der Schnur. Mike, erstmal auf hier. Door still locked. Aha, na, ist ja toll. Alter. Schade eigentlich. Ja. Schade. Ganz meine Meinung. Super. Ups. Schade. Was war das? Das waren unsere Schritte. Oh,
Alter, das war's Gewitter, ich dachte gerade. So, die können auch mal wieder weggehen hier, weil die sperren hier ganz schön. So, ich würde mal sagen, es wird mal wieder Zeit, die Bell zu ringen. Ach ja. Hat Glöckchen zu läuten. Da war ja noch was mit Ring the Bell. Ah, kannst du nicht. Oh, schade. Was? Pick up? Was war da? Pick up? Pick up a long string? Wo kam denn die jetzt her? Ach, ich wollte mich gerade fragen, von wegen, ob das blaue Schimmern von der Puppe kommt oder hier durchschimmert an der Puppe. Ah, got a golden key. Also hier rechts an der Puppe war was. Hab ich nie gesehen, ey. Okay. Krass. Nee. Hier nicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, check mal die Tür hier oben. Ansonsten müssten wir natürlich runtergehen und da gucken. The Golden Key. Ach, der goldene Key zu ihrem Schlafzimmer. Mm. Interview. Warum tut man sich sowas selber an? Ja, also kurz erläutert irgendwie, er fragt, warum sie so viele Puppen da hat. Frage ich mich manchmal auch, warum sie da so viele Puppen rumzustehen hat. Und sie nutzt es halt, So, der kleine Steven rennt jetzt direkt los. Hey, ich muss Ring the Bell machen, da steht überall Ring, 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 Ring. Ring. Also, der Der Instinkt ist halt einfach, wenn ich eine Frau unter der Dusche sehe. Ja, was ist das? Was? Okay, also, Ring, was ist der zweite? Was soll eine zweite darstellen, Benni? Was? Also, Ring? Sieht aus wie das Radio. Weißt du, das rote Radio auf dem Tresen? Also, dass es die Küche ist, in dem Fall? Ja, findest du? Meinst du okay. nicht? Für mich sieht es wie ein Regal oder irgend sowas aus. Ja, aber welches Regal soll das sein? Also, da ist ja jetzt nichts weiter abgebildet. Also, ja. Ich meine, das nächste weiß ich sowieso nicht, was es sein soll. Was ist dieses Grüne? Keine Ahnung. Und danach die Pinöckels, weiß ich auch nicht, was es sein soll. Also, die sechs Dinger, das sind die Fotos. Ah, das okay. ist naheliegend irgendwie. Das da drunter ist halt der Stuhl und die Lampe. Oder entweder der Stuhl und Galgen. Sie hat sich hier erhangen. Ja. Dürfen wir ja nicht vergessen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es der Stuhl und der Galgen ist. Okay, wir kommen aber erst dahin, wenn wir die sechs Fotos haben. So würde ich das jetzt interpretieren. Was diese drei Pommes da oben zu sagen haben, kann ich nur mutmaßen. Ah. Also ich denke, Step 1, wir sollten die Bell ringen. Und dann vielleicht wissen wir denn auch, was Teil 2 ist. Oder was Nummer 2 ist. Stevens neue Lieblingsaufgabe. Ring the Bell. I don't think I wanted it. Ja. Ach, man, ist sauer. Möchte das auch nicht. Da geh lieber Ring the Bell. Geh lieber zur Klingel und mach Ring the Bell. Okay, gut. I ring the bell. Aber uns fehlen natürlich aber auch noch ein paar Fotos, wa? Vielleicht finden wir die noch? Ja. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo. Na, es sind ja noch nicht alle Räume offen, glaube ich. Oder? Also wir haben hier hinter uns zum Beispiel... Ich bin auch knallhart, da wird ja nicht rumgezuckt lange. Haben wir noch nicht offen? Ja. Wer? Da? Wie? Oh nein, jetzt ist ja alle tut's da. Und das Schlimme ist, das braucht ja immer ein bisschen, um zu laden, ne? Und irgendwann ist hier ganz zappenduster, sagt ihr. So, jetzt müssen wir erstmal finden... Was war Nummer 2? Ich würde immer noch sagen, das Radio. Aber ich kann mich auch komplett täuschen. Na okay, wir werden es gleich sehen. Wie sind wir in der Küche? Ja, weil das sieht aus wie Tresenradio. Oh, Radio. Das war die Minikin. Okay, Alter. Die Minikin? Ja, it's not. Aber es ist nicht das Radio. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Warte mal, hinten die Tür war zu. Halt gerade probiert. Ja. Dann würde ich mal sagen, we go upstairs. So, hier ist nicht, hier ist nicht. Hat sie was im Schlafzimmer getan? Ja, sie ist weg. She's gone?
Glaube ja, weil der Kopf ist nicht mehr da und das nur eine Mannequin, also ein Püppchen. Ich sag mal Mannequin dazu, ey. Meine Güte. Ah, okay. Allerdings, nee, ist doch noch da. Was zur Hölle ist 2? Was soll denn 2 sein? Ist das ein Raum, wo ich reingucke und da ist ein Fenster, ein Bild? Soll ein Bild sein vielleicht oder was? Da kann auch möglich sein. Oder ist es, dass du von oben runter guckst? Gibt's eine Position? Weil das sieht aus wie das Graue so da vorne sieht aus wie ein Geländer. Weißt du, von der zweiten Etage, wo du so runter gucken könntest. Also da, wo die Lampe dann auch ist und sowas alles. Oh ja, stimmt, vielleicht die Lampe, du hast recht. Jetzt, ja, Benny. Ich schaff's nicht zu fotografieren, schade. Ja, schön. Ich bin raus für heute, danke. Oh, she seems to be a part of this house. Das ist auch wunderbar. Oh, das war ja unangenehm gerade. Ja, I can feel her anger. Genau, also egal wie rum du dich drehst, du spürst auf jeden Fall, da ringing her bell was a reminder of your failures. Ja, die Musik wird auch gar nicht lauter. Ja, ne? I really did make her mad. Ja. Ich hab's dir gesagt, hör auf diese bescheuerte Ring-Ring-Bell da zu bellen und... Oh. Warum ist jetzt auf einmal... Was? Kommt das Radio jetzt hier? Oder sie hat uns nur einen Wecker gestellt. So, ein Schlüssel. Was haben wir denn jetzt hier für ein Schlüsselchen gefunden? Sag mal, what is it? Basement. Es gibt auch noch ein Basement, oh nein. Oh, fucking Basement, Alter. Ja, aber, oh, die. Schade ja. Eigentlich. Letztendlich würde mich mal auch interessieren, wozu sind meine Info? Du sollst es ja eigentlich für die Nachwelt beweisen. Oh, so habe ich es verstanden, irgendwie. Cool. Basement. Cool. Wo soll denn jetzt der Basement? Bestimmt da, wo die scheiß Ring the Bell ist. Da geht's bestimmt in die Tür rein, runter. Das meinst du hier, war, oder? So, ja, genau. Oh nein. Ich sehe nur nichts. Ja, also, siehst du da oben, wir müssen erstmal wieder laden. Ja. Ach so. Haha. Ja. Jetzt. Was ist dein Problem? Kürzlich. Madame. Ja, ich auch. Soll ich jetzt mal die Glocke ringen? Wenn du dich traust? Ich wüsste jetzt nicht, wo hier ein Basement wäre. Also ich gehe von aus, dass das die Tür ist, die hinter der Glocke ist. Ja, immer noch nicht aufkriegen, dass das... Alter. Finster, Alter. Du bist jetzt aber in der Küche, du musst jetzt da und jetzt noch ringen. Okay. I know. Ich wollte bloß mal kurz hören, wo das... Ja, kommt, weißt du? Oh! Bitte. Hm? Oh! Fuck. Ich hab zum Glück nichts gesehen. Ich hab keine Ahnung, ich hab nur den... Ja, da ist die Tür auf. Guck mal. Schau mal an. Geh doch mal ohne Batterie rein. Was war nun? Was hat da jetzt gekritzelt? Wir haben immer, wenn du ins Inventar gehst, du hast ein Notizbuch, wo du dir selber halt Notizen machst. Hier, there is not supposed to be a basement here. Okay, er hat also nicht erwartet, dass hier ein Keller ist. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal rein. Ey, ist das jetzt auch so eine Schleife? Schöne Fliege. Ah, okay. Wir kommen nicht zurück. Sir.
Na, ist er toll. Machst du eigentlich immer die Kamera wieder aus? Oder ist das einfach, weil du wieder auflädst oder was? Oder wie? Ja, ich überlege jetzt mal, ohne durchzugehen. Weil gefühlt jedes Mal, wenn du die ausschaltest, krieg ich einen... Okay, alles klar. Wir müssen im Dunkeln durchgehen. Leutschock. Hey, guck mal, da können wir wieder was aufnehmen. Es leuchtet blau. Oh, glows blue. That's awesome. Aber er nimmt's nicht. Oh, nein. Dann ist es vielleicht doch nur für uns als kleine Leuchtmitteloption? Für Orientierung oder so? Oh, Alter, das ist ja mal... Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Oh, schön. Ein schönes Labyrinth. Sehr gut. Was geht's hier? Oh. Pick up the photograph, okay. Okay, also uns fehlen jetzt... Ein Foto fehlt uns noch? Wir hatten 4, ne? 4 waren oben schon dran, ne? 6 brauchen wir insgesamt, jetzt haben wir ein 5. und dann genau, fehlt uns nur 1. Alter, ich finde doch hier nie wieder einen Ausgang. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren, ich bin schon völlig lost. Ich bin auch am Arsch. What is this? It's a bomb. It feels like I've seen this device before. Huh? Wo hast du denn die Rede schon mal gesehen? Frag ich mich auch. Was ist denn da drin? Was ist denn hier? What we find here? Ein Schlüssel. Ein Formschlüssel. So, warte mal, was haben wir? Was ist das hier? Ah, oh, hier gibt es ein Tresor. Interact with the metal door. Door is locked with no handle. Also, ich muss mal sagen, für den Keller hat sie keinen Preis gekriegt. Pick up bar. Was haben okay. Du hast jetzt eine Crowbar aufgenommen. Ah, schau mal oben für die Box. Was? Wahrscheinlich. Welche Box? Na, die rote Box, wo wir drei Inlays oben haben. Ah. Da kommt bestimmt eben so eine Brosche da oben drauf. Das macht Sinn. Aber geh mal zum Stromkasten, vielleicht kannst du... Stromkasten, genau. Da vielleicht noch das Ding rendern. Du bist einfach Gold wert. Und? Strom? Dieser Soundeffekt war eindeutig zu krass. Und der wird bestimmt bei mir aussehen, oder? Aber vor allem ist es laut. Was ist denn das? Attention. What should we do? Na, jetzt können wir uns ja alles nochmal in Ruhe angucken. Oh! Zweites Foto gemacht. Sehr gut. Wir gucken uns das vielleicht doch nicht in Ruhe an, wenn sie da einfach so zwischenzeitlich... So eine Bitch, so eine Bitch. Ja, schade, Alter. Kann ich nicht mehr anmachen. Hier hat sie gehangen. Ja. Miststück, der Kleine. Habe jetzt gerade nur so einen leichten Herzinfarkt gleich bekommen hier, aber hier ist okay. Offen. Oh, jawohl, eine Axt, mein Freund. Wir haben eine Axt. Was machen wir denn damit? An axe can definitely use this to axe open the upstairs door. That is boarded up. Also wir sind die ganze Zeit eingeschlossen gewesen. Nee, das war ja hier die eine, in der zweiten Etage hatten wir doch eine Tür, die doch verriegelt war, verrammelt. Mit so Holzbrettern davor. Ja, ja, deswegen steht er drin, so also von wegen mit upstairs, da kannst du die dann quasi kaputt klatschen. Ach, du kannst süd Englisch. Nee, aber, also, nee. Vorausgesetzt, ich finde wieder raus. Ja, ich glaube, das hier ist ja immer der Startpunkt gewesen, oder? Ach, hier sollst du die Axt usen? Okay. Die Axt usen. So, ja, es ist, ich bin hier im Deutsch-Englisch und es verschwimmt alles in eins. Das ist leider so manchmal. Die Axt, einfach mal die Axt used. Ja, same, ne? Jugendwort. Same, Alter, ja. Dann. Same. Oh, hab's dann neu gekriegt, schön. Hab's du noch gekriegt hier mit dem Follow? Oh Mann. Gibt es denn eine Mindestanzahl? Warum ist denn hier alles jetzt fucking Duster? Willst du noch das Foto aufhängen? Du hast, glaube ich, einen Fotograf hast du doch noch gegrabbelt, oder? Ja, eins habe ich, ja, genau. Richtig. Da reinpacken. Bist du Duster hier? Ja, aber dann kommen wir nämlich auch gleich die Treppe hier hoch, weißt du? Dann kannst du gleich zu dem anderen Raum. Da hast du recht. Das machen wir.
Und wir vergessen jetzt mal den Raum, wo drin steht Do Not Enter, den vergessen wir einfach dann. Ne? Da gehen wir nicht hin. Ja, ich dachte, da gehen wir jetzt hin. Nee, wir gehen jetzt hier. Jetzt auf. Nee, hier, links, auf. Hier. Da, den? Hier vor den Bretten, ja. Was, ich dachte, wir machen den Do Not Enter. Wir gehen zu Do Not Enter, gar kein Problem. Du. Ist, bin ich, geh ich mit? Alter, hier hat sich Hang. Ja, lass uns doch lieber ins Do Not Enter gehen. Ach der Scheiße. Genau. Krass. Also hier ist ein Geist, der heißt Joseph und er ist der Meinung, dass er hier wahrscheinlich gestorben ist. Und er ist hierher gekommen, um halt die Suite zu untersuchen. Weil Marcy ist seine Mutter. Ach, das ist ja Sohn. Die Suite 776 ist nicht real. Ja, wundervoll. Das macht es ja überhaupt ja nicht unheimlich hier. Oh Gott. Oh Gott. Was? She's gone. Oh. Oh. Oh nein. Oh, Benny. Benny? Ja. Bist du noch da? Steht die da hinten in der Ecke? Die steht halt in der Ecke. Krass aus. Oh Gott, nicht doch. Oh nee. Ja. Ich muss erst aufladen. Ist mir egal. Lass uns am besten einfach gehen. What? Walk away. Okay. Halt das mal. Zum ersten Mal, dass du das Richtige machst. Genau. Ja, nice Game. War cool. Kurz, knapp und knackig. Ich bin völlig fertig. Lässt die Jungs wirklich gehen? Ja, wir haben den Kreis durchbrochen. Ja. Wir haben den Kreis durchbrochen. Das wäre jetzt richtig geil. Ah, würde ich jetzt richtig sagen. Yo. Cool. Aber irgendwie traut dem Frieden nicht. Traut dem Frieden nicht. Passiert irgendeine Scheiße gleich. Die lässt uns doch nicht einfach gehen jetzt. Wir haben keine Fotos, kennen nichts. Jetzt weitermachen müssen? Oh nein, da gibt's mehrere Enden zu, oder was? Nein. Fien. Oh nein, Alter, wir hätten Game Stats. Henning, 2 von 3. Oh, wir haben das Easter Egg nicht gefunden. Schade. Und wir haben leider auch die anderen Sachen leider nicht. Also wir haben ja den Goldbahn haben wir nicht weiter gemacht gehabt. Das Photograph-Ding haben wir nicht komplett gemacht. Ja. Aber an sich, krass. Ja, okay. Also wir haben anscheinend nicht, also wir haben Ende 2 von 3 freigespielt. Scheinbar gibt es noch 2 andere Enden. Ja, aber ein krasses Spiel. Also wirklich, wirklich krasses Spiel. Ja, Stanislav, vielen Dank dafür. Du bist der Grund, warum ich wieder mal ein paar mehr graue Haare auf meinem Kopf zählen darf. Schönen Dank dafür.
Benny. Ja, sag mal was. Ich kann nur sagen, ich habe ja das Spiel rausgesucht für den Steve. Mir war schon bewusst, was ihn erwartet. Ich wusste, dass es auch krass wird. Aber so krass habe ich nicht damit gerechnet. Und ich muss wirklich sagen, ich bin gerade ganz schön durch. Und bin gerade auch ganz froh, dass das Spiel jetzt eigentlich an sich vorbei ist. Und der Steve jetzt nicht um die Ecke kommt mit der Idee, ey, du, lass uns doch wirklich noch beide anderen Enden ausprobieren. Lass uns doch nochmal, komm, kriegen wir doch bestimmt hin. Nein, wenn ihr das sehen wollt, dann lasst es gerne uns wissen in den Kommentaren. Denn spielen wir gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die anderen Enden. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare gerne. Denn gucken wir, dass wir das natürlich dann auch nochmal machen. Und, ja, die letzten Worte gehen immer an den Spielenden. Das heißt, Steve, bitte viel Spaß. Ja, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen wie dammwild noch geschockt irgendwie und stehe bewegungslos da und starr in die Scheinwerfer. Es war krass. Ich muss auch sagen, heute bin ich anscheinend so ein bisschen horrorresistenter als sonst. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, tolles Spiel, hat richtig, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spaß gemacht für ein Horrorspiel irgendwie. Also es war halt echt nicht langweilig, es war geil, die Grafik ist auch cool und ja, Stanislav, da sag ich Chapeau für das Ding, was du rausgehauen hast und ich bin gespannt, was da noch so von dir kommt. Wir werden es auf jeden Fall spielen, wir werden es auf den Kanal bringen. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, haut es in die Kommentare, lasst ein Like für das Video da, na? Hinterlasst Spuren, zeigt, dass ihr da wart, lasst ein bisschen Liebe da und wir sehen uns im nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dahin, ciao. Ciao.